Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Uwe mit einem neuen Update aus Bayer Hiebe. Ich gehe jetzt gleich ins Dorf, bisschen einkaufen, ich nehme euch dazu mit. Und wie ihr ja schon wisst, ne, das ist jetzt hier, ich gucke, dass ich das richtig rum habe, so. Das ist ja jetzt hier die Pflicht, wenn man vor die Tür geht. Und dann nehme ich euch also jetzt dann mal mit ins Dörfchen und dann schauen wir mal, wie es da aussieht. Gebe ich euch ein paar neue Informationen. So, meine lieben Freunde, wackelt jetzt ein wenig, weil die Kamera steht jetzt natürlich in meinem Auto. Und ja, da müssen wir mal schauen. Die steht auf dem Stativ, da darf ich also nicht zu schnell fahren. Müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir erstmal eine Runde durchs Dorf. Und ihr seht, das sind ein paar Leute unterwegs. Das ist also ja nicht so. Dass keiner mehr hier rumläuft. Also mittlerweile mit der Maskenpflicht geht das relativ gut. So, wir fahren eine komplette Runde durchs Dörfchen. Die Domrep immer noch selbe Ausgangssperren. Dekret bis Ende Monat, da hat sich also jetzt noch nichts getan, außer dass wir jetzt hier den Mundschutz tragen müssen, sobald wir rausgehen. Ja, dann haben wir 5500 paar zerquetschte Fälle, 265 Tote. Das sind so die offiziellen Statistikzahlen jetzt von heute. Und ja, so sieht es aus. Ja, Leben ist anders, ne? Ja, es ist, wenn man das Dorf natürlich kennt, was hier früher im Grunde genommen los war, im Dörfchen bei Bayer Hiebe, da ist natürlich jetzt komplett tote Hose. So. Gut, aber heute bin ich auf dem Weg wieder zum Supermarkt, also ja. Ich höre mich etwas gedämpft an, weil ich habe ja dieses Ding da vor dem Mund. Also wir müssen ja auch mit dieser Maske im Grunde genommen Auto fahren. Weil sie bezeichnen es eigentlich als öffentlicher Raum. Das ist zwar mein Auto, aber öffentlicher Raum. Und da musst du dann auch, wenn es geht, also mit der Maske dann hier mit dem Auto bist du unterwegs. Wobei natürlich die meisten haben die jetzt während der Fahrt nicht unbedingt auf. Wir haben sie dann runtergeschoben. Das Problem ist natürlich, wenn du eine Brille auf hast wie ich, schiebt die sich natürlich über den Stoff. Das ist ja grauslig, ne? So, und hier habt ihr dann mal so diese Geschichten. So, ihr seht, hier ist die Hauptverkehrsstraße. Also es ist schon einiges aktiver, wie ihr das sonst so gewohnt seid. Die Leute gehen natürlich selbstverständlich einkaufen. Das ist normal, da laufen die auch rum. Also guckt hier mit
mit Abstand halten und so. Das ist also auch nicht mehr, schon lange nicht mehr so, wie das mal am Anfang war. Also das ist alles schon relativ locker. So. Und da ist der Supermarkt dann mit Sicherheit auch voll. Aber das schauen wir uns dann mal an. So, gut. Gehen wir dann mal gemeinsam in den Supermarkt und gucken, was es dann da so Neues gibt. Ich lasse die Kamera einfach laufen, hänge die um meinen Bauch. Also das wird ein bisschen wackeln, also da jetzt nicht kritisieren nachher. Also nur mal so viel. Klopapier haben wir genug. Coca-Cola. Buenos días, señor. So, Freunde, puh, da sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Wow, jetzt können wir den Krempel ausziehen. Ja, Einkauf haben wir, aber gut, nochmal, falls ihr das ja gesehen habt, also Supermarkt ist relativ gut bestückt, immer noch, komplett. Alles, was das Herz begehrt, ist da und selbst Klopapier, Nudeln, ist also alles vorhanden. Halt mit Mundschutz, ist logisch, die Leute sind aber auf der Straße, ihr habt das gesehen. Die fahren auch hier spazieren mit Verkaufswagen und so weiter. Vor meiner Tür, ich muss also nachher nochmal raus, steht der Internetwagen, der Claro-Wagen, weil mein Internet ist im Arsch seit 2 Tagen, also ich habe hier Hausinternetmäßig 0. Also das, was ich mache, ist über meinen kleinen Internetstick, was da so läuft. Und der Rest ist einfach hier zu Bruch gegangen, aber jetzt schon 2 Tage. Deswegen habt ihr mich auch nicht so oft jetzt online gesehen in irgendeiner Form, da auf Twitch oder auf YouTube. So, jetzt verstaue ich meine Klamotten in den Kühlschrank und dann war es das wieder mal für heute und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Vorteil von den Masken ist, man muss sich nicht rasieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.